Letter from the Chairman, Brief des Vorsitzenden. Vom 23.12.2020. Es war die beste aller Zeiten. Es war die schlechteste aller Zeiten. Zitat aus A Tale of Two Cities von Charles Dickens. Zu diesem Zitat habe ich kurz mal einen Blick in Wikipedia geworfen. Dort steht: Eine Geschichte aus zwei Städten, Originaltitel A Tale of Two Cities, ist ein historischer Roman von Charles Dickens aus dem Jahre 1859. Er gehört zu den berühmtesten Werken der Weltliteratur. Dickens schrieb diesen Roman im Jahr 1859, als sein eigenes Leben starke Veränderungen erfuhr. Er ließ sich scheiden, seine britische Wochenzeitschrift Household Words ging insolvent, während er eine neue Zeitschrift All the Year Round startete. Schauplatz seines Romans sind Paris und London, deshalb der Titel Eine Geschichte aus zwei Städten. Erzählt wird die Lebensgeschichte von Dr. Manette, seiner Tochter Lucy und deren Ehemann Charles Danay in den Wirren der Französischen Revolution. Als der Ehemann Charles von den Revolutionären zum Tode verurteilt wird, rettet ihm der junge Anwalt Sidney Carton, der in Charles' Tochter Lucy verliebt ist, das Leben. Anstelle von Lucys Gatten besteigt Sidney das Schafott und geht für ihn in den Tod. Ja, soweit ein kurzer Ausflug zum Hintergrund dieses Zitats, was Chris Roberts zu Beginn seines Letters from the Chairman schreibt. Und so beginnt Chris Roberts mit jenem Anfangssatz: Es war die beste aller Zeiten, es war die schlechteste aller Zeiten. Und schreibt: Ich kann mir kein besseres Zitat vorstellen, das auf den Punkt bringt, was Star Citizen in diesem Jahr erreicht hat. Und was für ein schreckliches Jahr 2020 wurde, als die Welt von der größten globalen Pandemie seit der Grippepandemie von 1918 auf den Kopf gestellt wurde. Ich hätte letztes Jahr nie gedacht, dass ich die letzten 9 Monate des Jahres 2020 damit verbringen würde, von zu Hause aus zu arbeiten, unter verschiedenen Stufen von Lockdowns, dass ich nicht in der Lage sein würde, zu reisen, um Freunde oder Familie persönlich zu sehen oder unsere verschiedenen Büros zu besuchen. Covid-19 hat Milliarden von Menschen betroffen und das Leben von viel zu vielen zu schnell beendet. Unsere Gedanken sind bei allen, die Freunde oder Familienangehörige verloren haben oder wirtschaftliche Folgen erleiden mussten. Hoffentlich wird 2021 ein besseres Jahr, das uns allen erlaubt, zu einem halbwegs normalen Leben zurückzukehren. Wir vermissen die persönlichen Kontakte in unserem Unternehmen, wenn wir zusammen im selben Raum arbeiten oder die wir mit der Community bei Veranstaltungen wie der CitizenCon, verschiedenen Bar-Citizens oder anderen Zusammenkünften erleben können. Das Wachstum der Community von Star Citizen und die zunehmende Zeit, die man mit dem Spielen verbringt, ist für mich einer der wenigen Lichtblicke des Jahres 2020. Einer der Stärken von Star Citizen ist, dass es ein Ort ist, an dem sich Menschen treffen und gemeinsam Abenteuer erleben können, weg von den Sorgen der Welt, mit Freunden oder Fremden. Die Leute waren vielleicht nicht in der Lage, sich persönlich zu treffen, aber durch unser überarbeitetes Freundesystem, Face-over-IP, Voice-over-IP, Chat oder Apps von Drittanbietern wie Discord, konnten sie zusammenkommen und Spaß im virtuellen Universum von Star Citizen haben. Mit dem Rückgang der menschlichen Beziehungen in der realen Welt sind Multiplayer-Spiele wie Star Citizen essentiell, um einen gewissen Anschein von menschlicher Verbundenheit in einer isolierten Zeit aufrechtzuerhalten. Dies wird durch die Anzahl der Stunden und aktiven Benutzer, die Star Citizen in diesem Jahr gespielt haben, bestätigt. Wenn ich auf die Breite und Leidenschaft unserer Spielerbasis in diesem Jahr zurückblicke, bin ich erstaunt. Im Jahr 2020 hatten wir Spieler aus über 200 verschiedenen Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt und aus 65.340 verschiedenen Städten. Die 26.576.364 Stunden Star Citizen gespielt haben. Wir hatten dieses Jahr über 740.000 Spieler, die Star Citizen gespielt haben, und wir haben noch 1,5 Wochen vor uns. Fast 500.000 davon waren wiederkehrende oder kontinuierlich aktive Spieler und 250.000 waren komplette Neulinge im Verse, die wir dieses Jahr in unserer Community willkommen geheißen haben. Es ist kein Wunder, dass wir mit dieser Art von Rekordengagement unser erfolgreichstes Umsatzjahr aller Zeiten hatten und die historische Marke des letzten Jahres um über 60% übertreffen.
Ihr könnt unsere Finanzzahlen für 2019 in unserem jährlichen Beitrag unseres CFOs nachlesen. Wenn ich eine Bilanz dieses Jahr ziehe, bin ich trotz der Herausforderungen stolz auf das, was wir den Spielern in diesem Jahr in Star Citizen liefern konnten. Wir haben unser Versprechen von vierteljährlichen Updates eingehalten und vier große Updates, 3.9, 3.10, 3.11 und 3.12, in diesem Jahr veröffentlicht, zusammen mit zwei In-Game-Events, der Invictus Launch Week und der Intergalactic Aerospace Expo. Die Invictus Launch Week im Mai war ein großes Debüt für uns und für die Spieler, denn sie markierte die Einführung der Großkampfschiffe in das Verse. Wir haben nicht nur die Idris in Star Citizen vorgestellt, sondern auch die Javelin und das Spektakel der beiden großen UEE Capital Ships und der Sci-Fi-Version einer realen Fleet Week Flottenwoche im Spiel war so groß, dass es zu unserem größten Tag, größten Woche und Monat mit den meisten Spieler-Logins überhaupt führte. Es brachte auch unsere Server zum Crashen. Und wir lernten eine Menge aus diesem Ereignis, das uns half, unsere Arbeit am Backend und an den Spielservices zu beschleunigen, um uns auf noch größere Instanzen mit mehr Spielern vorzubereiten. Als die diesjährige IAE stattfand, waren wir folgend darauf vorbereitet und hatten einen nachweislich reibungsloseren Ablauf, ein reibungsloseres Erlebnis für die Spieler, nachdem wir die Lektionen vom Mai gelernt hatten. Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken, haben wir mit jedem Update einige große Fortschritte gemacht. In Alpha 3.9 führten wir die Stadt New Babbage und ihren Raumhafen als aktive Landezone ein, die drei Monde von Microtech, Calliope, Clio und Utopie, den Spielerstatus, das persönliche Inventar, das Inner Thought-Menü und das Gefängnis-Gameplay. Alpha 3.10 brachte ein großes Update des Flugmodells und des Kampfes, das das Fliegen im Spiel immersiver und aufregender machte, besonders in der Atmosphäre. Eine neue Spieler-Handels-App und Body Dragging, ein notwendiger erster Schritt im medizinischen und Bounty Hunting Gameplay. Alpha 3.11 brachte Force Reactions, die Kraftreaktionen, Cargo-Stationen, also die Frachtbereiche der Raumstation, Änderungen an den Waffenstillstandszonen, den sogenannten Green Zones, und ein überarbeitetes Wurfsystem für alle Gegenstände sowie Granaten. Alpha 3.12 schließlich brachte Gaswolken, Raffineriestationen, einen tragbaren Traktorstrahl, Weapon Zeroing und die erste Iteration des Reputationssystems, das das Ansehen des Spielers bei verschiedenen Organisationen trackt. Das Fahrzeugteam lieferte im Laufe des Jahres einige lang erwartete Schiffe, wie die Origin 100er Serie, die Esperia Prowler, die Cutlass Red, die Cutlass Blue und Fanlieblinge wie die Carrick und die Mercury Star Runner. Wir haben mit der Consolidated Outland Nomad und der Esperia Talon ein paar brandneue flugfertige Schiffe und mit dem Grin Rock ein neues, ebenfalls sofort fahrbares Fahrzeug dem Spiel hinzugefügt. Das Waffenteam lieferte 8 neue FPS-Waffen, einschließlich des ersten Granatwerfers im Spiel, der explosiven Spaß macht. Auch unsere Subscription-Programme haben wir im Jahr 2020 weiter verbessert, indem wir sie weiter weg vom alten Modell der Bereitstellung von Videoshows entwickelten und mehr greifbare Vorteile im Spiel lieferten. In diesem Jahr erhielten Abonnenten beider Subscription-Stufen zusätzliche Bonusgegenstände, sogenannte Flares, darunter Waffen wie die Altiflex-Kampfmesser und die neue elektronenbetriebene Pistole und das Scharfschützengewehr, Kleidung für kaltes Wetter, Gebrauchsgegenstände wie die Quickflare Pro-Leuchtstäbe und das Greycat Pyro Multitool-Werkzeug, Kampfausrüstung wie die Overlord- und Paladin-Helme und verschiedene Overlord-Rüstungen. Und lustige Gegenstände wie originalgetreu nachgebildete Uniformen aus dem Zweiten Teverinkrieg und die Wow Blast Spielzeugpistolen, die Schaumstoffgeschosse abfeuern. Subscriber kamen außerdem in den Genuss monatlicher Freeflies einiger unserer beliebtesten, auch neuen Schiffe, darunter die Cutlass Red, Cutlass Blue, Carrack, Argo Mole, Saber, Avenger Titan, Esperia Prowler und die M50. Ganz zu schweigen von einer 2020 neu eingeführten Vergünstigung für Subscriber-exklusive Cross-Chassis-Upgrades. Diese tollen neuen Flares und die Sub-Perks waren dieses Jahr ein echter Hit bei den Spielern und führten zu unserem bisher besten Jahr an aktiven Abonnenten. Alles in allem war dies ein großartiges Jahr für Star Citizen und ich könnte nicht stolzer auf unser Entwicklerteam sein für alles, was sie in diesem Jahr produziert und unserer Community geliefert haben. Obwohl wir ein paar der großen Tech-Meilensteine, die wir uns für dieses Jahr erhofft hatten, wie zum Beispiel iCache und Server-Meshing, nicht liefern konnten, haben wir doch eine Menge Fortschritte in Richtung dieser Ziele gemacht. Wir sind zuversichtlich, dass ihr mindestens eine, wenn nicht sogar beide Premieren dieser wichtigen Technologien im nächsten Jahr sehen werdet.
Ebenso planen wir im nächsten Jahr, mehr Spieltests für Theaters of War zu starten, unseren kombinierten Waffenspielmodus in Star Citizen, der schnelle Kämpfe zu Fuß, in Fahrzeugen und im Weltraum beinhaltet und nach dem viele von euch gefragt haben. Die Umstellung auf die Arbeit von zu Hause aus war zwar relativ schmerzlos und wurde dank unserer hervorragenden IT- und DevOps-Abteilungen schnell erreicht, hat sich aber auf die Produktivität ausgewirkt. Wir sind nicht so effizient bei der Fertigstellung von Funktionen und Inhalten oder bei der Behebung von Fehlern, wenn jeder von unterwegs von zu Hause aus arbeitet. Kreative Arbeit lebt von spontaner Zusammenarbeit, die schwieriger zu erreichen ist, wenn man jemandem über das Team anrufen muss, anstatt ihm am Schreibtisch über die Schulter zu schauen oder ihn beim Kaffeetrinken anzuhauen. Bugs lassen sich leichter beheben, wenn ein Ingenieur zum Schreibtisch eines Testers hinübergehen kann, um zu sehen, wie der Fehler reproduziert wird und das Problem dann direkt beheben kann. So sehr ich auch stolz darauf bin, wie schnell alle zu einer globalen Work-from-Home-Umgebung übergegangen sind, freue ich mich auf den Punkt im nächsten Jahr, an dem wir damit beginnen können, für die persönliche Zusammenarbeit ins Büro zurückzukehren. Diese Woche haben wir zum ersten Mal eine komplett neue Roadmap veröffentlicht, die euch mehr Einblicke in unsere Entwicklungsteams geben soll als je zuvor. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Versuche unternommen, euch zu zeigen, woran unsere Teams arbeiten, aber alle haben nur eine Teilmenge dessen gezeigt, was unsere Teams tun. Unsere letzte Roadmap basierte immer noch darauf, unsere Teams zu bitten, vorherzusagen, wann sie ein Feature, einen Inhalt oder eine Technologie liefern können und sie dann so weit wie möglich an dieses Datum zu halten. Mit der agilen Entwicklung und der Tatsache, dass wir so viel bauen, dass komplexe, unbekannte und nachgelagerte Abhängigkeiten hat, wurde uns jedoch mit der Zeit klar, dass dieser Ansatz nicht nachhaltig ist. Der Eckpfeiler dieser neuen Roadmap ist unsere neue Progress-Tracker-Ansicht, die Fortschrittsnachverfolgungsansicht. Mit dem Progress-Tracker haben wir uns vorgenommen, zwei Ziele zu erreichen. Erstens, die Vorhänge für alle Teams zu öffnen und zweitens, euch zu zeigen, woran jedes Team, einschließlich jedes Quadrant-42-Teams, in diesem Quartal arbeitet und welche Prioritäten es nach der Fertigstellung der unmittelbar anstehenden Aufgabe hat. Diese Ansicht ist ausschließlich dazu gedacht, euch mitzuteilen, woran die Teams zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeiten und sollte nicht dazu verwendet werden, um zu bestimmen, wann eine Lieferung auf den Live-Servern erscheinen wird. Für die Progress-Tracker-Ansicht haben wir uns von vornherein darauf festgelegt, euch über 4 Quartale hinweg Einblick in die Entwicklung jedes Teams zu geben. Je weiter die Ziele in der Zukunft liegen, desto fließender, änderungsanfälliger ist die Arbeit und desto wesentlich weniger verbindlich sind die Zeitpläne. Aus diesem Grund halten wir es nicht für sinnvoll, über diesen Schwellenwert von 4 Quartalen hinauszugehen. Selbst bei 3 bis 4 Quartalen in der Zukunft solltet ihr wissen, dass sich Ergebnisse noch verschieben können, manchmal um 1 Quartal oder auch mehr. Das liegt daran, dass sich Prioritäten ändern können, dass Unbekannte auftauchen können, die die Entwicklung blockieren, oder dass sich nachgelagerte Abhängigkeiten verzögern können, die uns zwingen, die Arbeit zu unterbrechen oder unsere Schätzungen zu überdenken. Aber es ist wichtig zu wissen, dass der neue Progress-Tracker euch unsere besten Schätzungen für die Deliverables unserer Team und die Dauer ihrer Sprints für 4 Quartale in der Zukunft zeigt. Mit der Einführung des Progress-Trackers werden wir die vorgestellten Teams schrittweise ausrollen. Wie bereits erwähnt, haben wir über 50 Entwicklungsteams bei Cloud Imperium, die zwischen 4 und 20 Teammitgliedern groß sind. Für diesen ersten Start unserer neuen Roadmap zeigen wir 20 dieser 50 Teams. Das sind alles Kernfeature- und Content-Teams, die der Entwicklung vorgelagert sind, was bedeutet, dass sie die Hauptentwicklungsziele für den Rest von Star Citizen und Squadron 42 vorgeben. Dazu gehören das Actor-Feature-Team, das Live-Mission-Content-Team, das Landing-Zone-Content-Team, das US-Persistent-Universe-Feature-Team, das Planet-Content-Team, das Vehicle-Content-Team, das Vehicle-Feature-Team, das Weapon-Feature-Team und viele mehr, sowie mehrere spezielle Squadron-42-Teams wie Squadron-42-Art, Squadron-42-FPS-Design, Squadron-42-Flight-Design und Squadron-42-Social-Design. Und nach 4 Quartalen Arbeit zeigen wir euch dann über 200 Ergebnisse aus diesen 20 Teams. Um diese Zahl in den richtigen Blickwinkel zu rücken, wir haben in unserer 3.12 Release Card in unserer vorherigen Roadmap 26 Deliverables gezeigt.
Mit nur 40% unserer Teams zeigen wir euch also bereits mehr als das Achtfache dessen, was wir früher in einer einzigen Release-Card gezeigt haben. Was noch fehlt, ist unsere Core-Tech-Group, die Kern-Tech-Gruppe, die aus 9 Teams besteht, die an iCache und Server-Meshing sowie KI, Network, Graphics und Engine arbeiten. Wir wissen, dass viele von euch sehnsüchtig auf die Roadmap für diese Teams warten und wir planen, diese im Januar zu zeigen, wenn wir auch den Progress-Tracker mit weiteren Teams aktualisieren werden. Wie wir bereits in einem früheren Update erwähnt haben, werden wir bei der ersten Veröffentlichung unsere nachgelagerten Teams wie VFX, Audio, UI und andere ausschließen. Diese Teams unterstützen die vorgelagerten Teams und müssen daher zuerst die Zeitpläne sehen, die von den Core-Feature- und Content-Teams festgelegt wurden, bevor sie ihre eigene Arbeit und Prioritäten festlegen können. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, diese Teams von der Einführung unseres Progress-Trackers zurückzuhalten, damit sie weiter daran arbeiten können, ihre Zeitpläne planungssicher zu gestalten, mit der Absicht, diese im ersten Quartal 2021 in den Progress-Tracker mit hinzuzufügen. Mit unserer neuen Roadmap planen wir weiterhin, regelmäßig Updates bereitzustellen. Die alte Roadmap wurde jede Woche aktualisiert und während wir unsere neue Roadmap wöchentlich betrachten werden, streben wir an, sie alle 2 Wochen zu aktualisieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir viele Updates in dieser Häufigkeit bereitstellen werden. Kurzfristig planen wir, unsere Core Tech Group im Januar in den Progress Tracker mit aufzunehmen und die nachgelagerten Teams kurz danach. Im Anschluss daran werden wir die neue Roadmap weiter aktualisieren, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, neue Projekte online gehen und sich Änderungen in Bezug auf den Fortschritt und die Prioritäten ergeben. Ihr werdet feststellen, dass die erste Veröffentlichung des Progress-Trackers tatsächlich die Version 0.5 ist. Wir haben noch viele Funktionen und Verbesserungen für den Progress-Tracker auf Lager, bevor wir ihn als vollständig bezeichnen würden. Zum Beispiel planen wir, die Möglichkeit hinzuzufügen, Teams und Deliverables zu suchen und zu favorisieren, sowie Deliverables im Progress-Tracker mit ihrer geschätzten Lieferung in der überarbeiteten Release-View zu verknüpfen. Wir werden nicht nur weiterhin neue Funktionen hinzufügen, sondern natürlich auch die Benutzerfreundlichkeit weiter optimieren. Bei der neuen Roadmap werdet ihr auch feststellen, dass wir 2 Ansichten haben. Die neue Progress-Tracker-Ansicht und eine Release-Ansicht, die eine Neuinterpretation der alten Roadmap-Karten ist. Während der Progress-Tracker zeigt, an welchen Deliverables alle Teams in den nächsten 4 Quartalen arbeiten oder planen, soll das Release-View, die Release-View-Ansicht, euch eine Vorstellung davon geben, wann wir diese Deliverables mittelfristig veröffentlichen werden. Unser Wunsch ist es, euch 4 Quartale von Releases zu zeigen, aber eine wichtige Erkenntnis ist, dass nur das unmittelbar vor uns liegende Quartal eine Chance hat, eine weitestgehend verbindliche Release-Planung darzustellen, da die Deliverables, die auf der Karte für das vor uns liegende Quartal erscheinen, Go-No-Go-Gates passiert haben oder nahe genug an der Fertigstellung sind, dass wir ihre Lieferung relativ sicher einschätzen können. Man könnte sagen, dass wir zu diesem Zeitpunkt eine Schätzungsgenauigkeit von ungefähr 90% haben, dass dieses Deliverable sein angegebenes Release-Quartal erreichen wird. Mit allen darüber hinaus in der Zukunft liegenden Quartalen sinkt diese Schätzungsgenauigkeit allerdings. In Fällen, in denen wir mit einem Projekt noch nicht begonnen haben, ist es besonders schwierig, die Lieferung mit einem hohen Grad an Zuverlässigkeit vorherzusagen, insbesondere bei Projekten mit mehr Unbekannten. In diesen Fällen, in denen wir es einfach noch nicht wissen, werden wir dieses Deliverable nicht einmal auf eine Release-Card für 2 bis 4 Quartale im Voraus setzen, auch wenn ihr es im Progress-Tracker für die Umsetzung eingeplant sehen werdet. Aber für einige Deliverables, die wir in einen Rhythmus gebracht haben, wie Fahrzeuge und Landezonen, werden wir besser in der Lage sein, Zeitpläne abzuschätzen. Diese könnten in einer Versionskarte erscheinen, sogar für ein paar Quartale in der Zukunft. Für alle diese Deliverables, die weiter in der Zukunft liegen, werden wir sie nur dann in eine Release-Card aufnehmen, wenn wir zumindest ein gutes Maß an Vertrauen haben, etwa eine Schätzungsgenauigkeit von ca. 70%, dass wir dieses Zeitfenster einhalten können. Wenn wir diese Hürde der Genauigkeit nicht einmal intern überwinden können, dann werden wir es nicht auf eine Release-Card setzen. Ab dieser ersten Veröffentlichung zeigen wir euch eine Versionsansicht mit nur einer Versionsspalte, nämlich
Quartal 1 2021 oder Alpha 3.13. Wenn wir im Januar aus dem Urlaub zurück sind, planen wir Quartal 2, 3 und 4 hinzuzufügen und gleichzeitig eine neue Roadmap-Funktion einzuführen, die zeigt, welche Produkte wir im kommenden Jahr zu veröffentlichen hoffen. Um die Fluktuation der weiter in der Zukunft liegenden Ereignisse zu erfassen, werden wir ein Farbkodierungssystem einführen, das anzeigt, dass die Veröffentlichungskarte umso ungenauer wird, je weiter wir uns vom ersten Quartal entfernen und je mehr sich die darin enthaltenen Ergebnisse noch ändern können. Das Quartal, das vor uns liegt, kann eine einfarbige Karte sein, obwohl sie in diesem Fall 3.13 grau wäre, bis wir näher an Go, No-Go sind. Was bedeutet, dass wir mitten in der Arbeit an unseren Deliverables sind und die Geschwindigkeit gut genug verstehen, um eine sehr zuverlässige Lieferschätzung zu bestimmen. Für die drei Quartale danach werden wir die Release-Karten hellgrau darstellen, um anzuzeigen, dass diese geschätzten Lieferzeiten sich noch im Fluss befinden und sich verschieben können. Wenn ihr eine graue Release-Card seht, wisst ihr, dass sie sich noch in Arbeit im Fluss befindet. Das liegt daran, dass, auch wenn wir eine 70-prozentige Zuversicht haben, dass es klappt, eine gute 30-prozentige Chance besteht, dass es sich verschieben könnte. Wenn die Release-Card solid, wenn sie einfarbig ist, wird sie recht gefestigt sein, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% oder weniger, dass sich noch etwas verändert. Anders ausgedrückt. Wenn sie grau ist, seid nicht überrascht, wenn sie sich verändert. Wenn sie einfarbig ist, wird sie sich aller Voraussicht nach nicht mehr ändern, mit sehr seltenen Ausnahmen. Wir wissen, dass die neue Roadmap und der Fortschrittstracker sowie unser Wunsch, dass ihr eure Einstellungen dazu ändert, wie ihr unseren Fortschritt betrachtet, etwas Gewöhnungszeit brauchen wird. Aber wir glauben, dass diese neue Ansicht unserer Community endlich den transparentesten Einblick in unsere Entwicklung geben wird, den sie je hatte. Und wir haben Pläne, diese Roadmap weiter auszubauen, um sie für alle Beobachter noch informativer und aufschlussreicher zu machen. Die neue Roadmap ist dazu gedacht, den Leuten eine frühe Einschätzung zu geben, wann Squadron 42 fertiggestellt wird. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Arbeiten an Squadron 42 nur parallel zu den Arbeiten an Star Citizen über das Vier-Quartals-Fenster der Roadmap zu zeigen. Das liegt daran, dass es noch zu früh ist, um Veröffentlichungs- oder Fertigstellungstermine für Squadron 42 zu diskutieren. Wie ich schon früher in diesem Jahr gesagt habe, wird Squadron 42 fertig sein, wenn es fertig ist. Und es wird nicht veröffentlicht werden, nur um ein Datum festzulegen, sondern erst dann, wenn die gesamte Technik und der Inhalt fertig sind, das Spiel poliert ist und es sich gut spielt. Ich bin nicht bereit, die Entwicklung eines Spiels zu gefährden, an das ich von ganzem Herzen glaube. Und ich denke, es wäre ein großer Bärendienst für all die Teammitglieder, die so viel Liebe und harte Arbeit in Squadron 42 gesteckt haben, wenn wir es überstürzen oder an allen Ecken und Enden sparen würden, um es in die Hände derer zu geben, die es unbedingt haben wollen. In den letzten Jahren habe ich mehr als nur ein paar sehnsüchtig erwartete Titel gesehen, die veröffentlicht wurden, bevor sie fehlerfrei und vollständig poliert waren. Dieses Jahr Weihnachten ist da keine Ausnahme. Das ist für mich nur eine weitere Erinnerung daran, warum ich so glücklich bin, eine so unterstützende Community zu haben, sowie ein Entwicklungsmodell, das von den Leuten finanziert wird, die am bestmöglichen Spiel interessiert sind und nicht an Quartalszahlen oder das große Weihnachtsverkaufsevent. Für die meisten Spiele ist es typisch, das Projekt erst etwa 12 Monate vor der Veröffentlichung anzukündigen und erst 6 Monate vor dem Start mit dem Marketing zu beginnen. Die Probleme, Gameplay, Schauplätze oder Assets eines narrativ gestriebenen Spiels so früh zu zeigen, sind zweierlei. Erstens kann eine Marketingkampagne nur so lange dauern und zweitens können wir vor der Veröffentlichung nur so viel vom Gameplay zeigen, wie wir wollen, dass ihr eine wirklich fesselnde Geschichte erlebt. Wenn wir das nicht gespoilerte Gameplay jetzt zeigen, ist das erstklassiges Material und Gameplay, das man auch näher zum Veröffentlichungszeitpunkt hätte verwenden können. Es ist besser, Squadron 42 wie ein wunderschön verpacktes Geschenk unter dem Baum zu behandeln, das man am Weihnachtstag voller Vorfreude öffnet, ohne genau zu wissen, was drin ist, außer
dass es großartig sein wird. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, dass es das Beste ist, weder Squadron 42 Gameplay öffentlich zu zeigen, noch ein Veröffentlichungsdatum zu diskutieren, bis wir uns näher an der Zielgeraden befinden und großes Vertrauen in die verbleibende Zeit haben, die wir brauchen, um das Spiel in der gewünschten Qualität fertigzustellen. Ergo, das werfe ich hier ein, wird es keinen weiteren Vertical Slice geben, was ich persönlich sehr schade finde. Die geplante Squadron 42-spezifische Update-Show der Briefing Room ist nicht tot, schreibt Chris Roberts weiter. Sie wird nur in eine Pause gehen, bis wir näher an der Veröffentlichung sind und sie als Teil eines Gesamtplans zurückkommt, um die Spannung zu erhöhen, während wir all die erstaunlichen Features und Details zeigen, die Spieler in Squadron 42 erleben werden. Das bedeutet nicht, dass wir aufhören werden, unsere Fortschritte bei Squadron 42 zu kommunizieren. Wir werden unsere monatlichen Berichte zu Squadron 42 fortsetzen und wir werden auch unseren aktuellen Entwicklungsfortschritt in unserer neuen Roadmap mitteilen. Ich möchte sagen, dass sich das Team von Squadron 42 in diesem Jahr wirklich gesteigert hat. Es war eine Freude zu sehen, wie reaktionsschnell und agil alle waren und wie sehr sich das Team darum gekümmert hat, die Dinge großartig zu machen, trotz der Herausforderungen, die die Arbeit aus der Ferne mit sich bringt. Wir alle, mich eingeschlossen, befinden uns im Abschlussmodus und ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle das ausufernde Sci-Fi-Epos Squadron 42 erleben könnt. In der Zwischenzeit ist Star Citizen der beste Einblick in das Gameplay und den technischen Fortschritt, den wir machen. Ihr könnt alle 3 Monate ein neues Update mit neuen Features und Inhalten sowie Fortschritten in der Technik herunterladen. Wir haben wöchentliche Videoshows, die hinter die Kulissen der Entwicklung dieser Features und Inhalte blicken und wir freuen uns über Feedback und den Input der Spieler, wie wir diese Dinge verbessern können. Ein Großteil des Kerngameplays von Star Citizen, besonders der Flug- und Fußkampf, wird in beiden Spielen gleich sein. Squadron 42 wird ein viel höheres Maß an maßgeschneiderten Schauplätzen und Assets haben und ein mehr handwerkliches Gefühl. Kombiniert mit einer filmischen Qualität und Charakteren, die von berühmten Schauspielern gespielt werden, die Darbietungen liefern, die euch auf eine Achterbahn der Erzählung mitnimmt, die den größten Sci-Fi-Event-Filmen Konkurrenz machen wird. Meine Hoffnung ist, dass ihr so begeistert von Star Citizen sein werdet, dass Squadron 42 veröffentlicht wird, bevor ihr es merkt. Vor einigen Jahren haben wir im Sinne einer transparenten Entwicklung damit begonnen, euch am Ende eines jeden Jahres unsere Finanzzahlen vorzustellen. Dieses Jahr haben wir beschlossen, einen Schritt weiter zu gehen und über das Engagement und das Spielerwachstum im Jahr 2020 zu sprechen. Wer Star Citizen schon seit Jahren verfolgt, wird feststellen, dass 2020 ein beispielloses Jahr mit explosivem Wachstum war. Die einzige öffentlich verfügbare Metrik, die wir bis vor kurzem zur Verfügung gestellt haben, sind die Ausgaben für unser Spiel über den Funding Tracker. Dieser Titel Funding Tracker ist ein wenig irreführend, da wir jetzt Tausende von Spielern haben, die als neue Spieler zum Projekt kommen, ohne Wissen über die Crowdfunding-Geschichte und stattdessen für den frühen Zugang zur Star Citizen Alpha und die aktuelle Erfahrung, die sie bietet, ihr Geld ausgeben. Die Ausgaben für Star Citizen sind in der Tat phänomenal und unsere Einnahmen, die im Tracker gezeigt werden, haben seit Januar monatliche Rekorde aufgestellt, mit Ausnahme von Oktober und Dezember, wobei der Dezember noch nicht abgeschlossen ist. 2019 war selbst ein Rekordjahr mit 48 Millionen Dollar Umsatz, doch 2020 ist bisher schon 60% höher und wird wahrscheinlich mit über 80 Millionen Dollar Umsatz in diesem Jahr abschließen. Einige mögen denken, dass dies alles alte Bäcker sind, die mehr ausgeben, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Dieses explosive Wachstum wird von neuen Spielern angetrieben, die Star Citizen zum ersten Mal entdecken. Die Einnahmen sind ein nachlaufender Indikator und erzählen nur einen sehr kleinen Teil der Geschichte. Nur wenn man alles andere richtig macht, werden Spieler kommen und ihre Ausgaben steigen. Die wichtigste Erkenntnis für 2020 ist, dass wir immer mehr neue Spieler in unser Universum locken und immer mehr alte Unterstützer reaktivieren. Sie somit zurückkehren, um sich unsere Fortschritte anzusehen, während wir uns jetzt auf eine jetzt spielbar Erzählung verlegen und mehr Funktionen und Inhalte liefern, neben einer größeren Betonung auf Qualität und Leistung. Und trotz der Tatsache, dass wir nach wie vor eine Alpha-Software mit Fehlern und sich entwickelnden Features sind, bleiben diese Spieler, neue und reaktivierte, in größerer Anzahl als je zuvor dabei.
Wir haben im Jahr 2020 über 400.000 neue Accounts zum Spiel hinzugefügt und unsere zahlenden Spieler sind um 20% gewachsen, was unser bestes Jahr in Bezug auf das Wachstum neuer zahlender Spieler und unser zweitbestes in Bezug auf neue Accounts darstellt. Im Januar dieses Jahres haben wir die 1-Millionen-Grenze an zahlenden Spielerkonten überschritten und jeden Monat kommen stetig Zehntausende neue hinzu, besonders im Mai, als wir die Invictus Flight Week starteten. Heute stehen wir bei 1.177.919 zahlenden Konten, Tendenz steigend. Noch bevor Covid-19 die Welt eroberte, verzeichneten wir im ersten Quartal unsere besten Monate in Bezug auf neue Accounts, neue zahlende Spieler und Umsätze. Und im Laufe des Jahres steuerten wir auf unser bestes Jahr in Bezug auf das Wachstum neuer Spieler, reaktivierter Spieler und einzelner aktiver Spieler zu. Abgesehen davon, dass wir unser bestes Wachstum an neuen Spielern aller Zeiten verzeichnen konnten, haben wir im Hinblick auf das tägliche Engagement das ganze Jahr über durchschnittlich 30.000 täglich aktive Nutzer, was eine Steigerung von 70% gegenüber dem letzten Jahr bedeutet. Und unsere MAU, monatlich aktiven Nutzer, ist etwa 35-40% höher als 2019 und 2018. Für das gesamte Jahr, wenn man bedenkt, dass wir noch 10 unserer geschäftigsten Tage des Jahres vor uns haben, hat sich 2020 als unser bisher größtes Jahr in Bezug auf die Gesamtzahl der eindeutigen Unique Logins erwiesen. Wir hatten bisher über 33 Millionen Spielsitzungen, die von über 740.000 Unique Playern im Jahr 2020 gestartet wurden. Die Anzahl der Unique Player ist 35% bzw. 40% höher als 2019 und 2018 und 25% höher als unser bisheriger Höchststand im Jahr 2016, als das neue und aufregende Persistent Universe endlich live ging. Wir wissen, dass dies für einige langjährige Unterstützer, die das Projekt seit Jahren verfolgen und seit den Tagen spielen, in denen man mit einem Greycat PTV durch den Hangar fuhr, schwer zu glauben sein mag. Außerdem verleitet uns der Recency Bias oft zu der Annahme, dass der letzte 30k oder ein anderer spielbeendender Fehler bedeutet, dass das Spiel fehlerhafter ist als je zuvor. Aber in Wirklichkeit ist das komplette Gegenteil der Fall. Ja, das Spiel ist immer noch in der Alpha-Phase mit Fehlern. Und ja, unsere Stabilität und Leistung entspricht noch nicht dem Gold Master Software Standard. Wir erkennen das und konzentrieren uns darauf, die Leistung mit jedem Patch zu verbessern. Wir wissen, dass es sich manchmal nicht so anfühlt, aber Star Citizen ist tatsächlich performanter als jemals zuvor und die Spielerstatistiken bestätigen uns das. Seit wir Ende 2015 2.0 ausgeliefert haben, sind unsere Spielminuten pro Spieler stetig gestiegen. Und die Anzahl der Spieler in einer Instanz, die zuvor durch Abstürze und Bugs, die zu Neustarts führten, drastisch eingeschränkt war, ist stetig gestiegen, da unsere Spielumgebung stabiler geworden ist und es mehr Spielern erlaubt, für eine längere Zeit online zu bleiben. In den ersten 12 Monaten, nachdem wir das persistente Universum im Jahr 2016 mit 2.0 eingeführt hatten, spielten unsere Spieler im Durchschnitt etwa 32 Minuten pro Tag. Diese Zahl stieg im Jahr 2017 auf durchschnittlich 56 Minuten pro Tag. Im Jahr 2018 stieg sie erneut auf 81 Minuten pro Tag. Im Jahr 2019 stieg dieser Durchschnitt erneut auf 114 Minuten Spielzeit pro Tag und Spieler. Und jetzt, im Jahr 2020, befinden wir uns bei einer durchschnittlichen Spielzeit pro Spieler und Tag von 2 Stunden und 25 Minuten. Viele Bäcker, die eine Pause eingelegt haben und heute zum Spiel zurückkehren, sind erstaunt, wie sehr es sich weiterentwickelt hat, besonders seit letztem Sommer. Mit jedem aufeinanderfolgenden Patch von 3.5 über 3.6 bis 3.7 und bis in dieses Jahr hinein und mit dem Spektakel von Events wie der Invictus Launch Week konnten wir Hunderttausende von neuen Spielern anlocken, die von der Größe und dem Eintauchen in dieses einzigartige Sci-Fi-Erlebnis beeindruckt sind. Wir haben nicht nur mehr zu tun, mit neuen Orten zum Erforschen, neuen Schiffen zum Fliegen, neuen Missionen und mehr zum Entdecken, sondern wir haben auch bahnbrechende neue Technologien wie Server-Side Object Container Streaming und die Anfänge unserer Langzeitpersistenz im Jahr 2020 hinzugefügt. Mit diesen Ergänzungen, gepaart mit Star Citizens kontinuierlichen Verbesserungen der branchenführenden Grafik, ist es kein Wunder, dass wir unser bestes Jahr in Bezug auf die Gewinnung und Bindung neuer Spieler verzeichnen konnten, die uns wiederum dabei geholfen haben, 2020 zu einem Rekordjahr bei den Einnahmen zu machen.
dieser letzte Teil, die Bindung, ist für uns auch extrem wichtig. Wir wollen keinen neuen Spieler im Verse willkommen heißen, nur um zu sehen, wie er aufgrund eines Mangels an Inhalten oder einer Reihe von Fehlern sofort wieder abwandert. Deshalb haben wir seit 3.7 damit begonnen, Bedienqualität, Performance und Stabilität in den Vordergrund zu stellen. Und obwohl wir in diesen Bereichen noch lange nicht da sind, wo wir hinwollen, ist das jetzt ein Schwerpunkt für uns, da wir auf dem schmalen Grat wandern, das Spiel spielbar und performant genug für das laufende Spielen und Testen zu machen, während wir gleichzeitig neue Features, Inhalte und Technik einführen, was leider immer neue Bugs und Probleme mit sich bringt, um das Star Citizen-Erlebnis voranzutreiben. Worauf wir in diesem Jahr am meisten stolz sind, das sind nicht die Einnahmen, sondern die Tatsache, dass wir ein so attraktives Angebot gemacht haben, dass Hunderttausende neuer Spieler ihre Zeit investiert haben, um unser Spiel auszuprobieren. Es ist die Tatsache, dass wir genug Inhalte und ein nachhaltiges Erlebnis geboten haben, um einen hohen Prozentsatz dieser Spieler über Wochen und Monate hinweg zu binden. Es ist die Tatsache, dass wir mit neuem und überarbeitetem Gameplay fesselnd und aufregend genug waren, um Hunderttausende von abgewanderten Bäckern zurückzugewinnen. Wenn wir auf das Jahr 2020 in seiner Gesamtheit zurückblicken, zeigt uns das alles, dass wir enorme Fortschritte machen und Star Citizen immer näher an sein ultimatives Ziel bringen. Wenn wir jeden Tag spielen und in das Tagesgeschäft vertieft sind, dann kann es schwer sein, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Aber wir wollten euch, die Community, die uns auf diesem Weg unterstützt hat, mit der Perspektive ausstatten, die wir intern besitzen, wenn wir all die ganzheitlichen Metriken in ihrer Gesamtheit sehen, die uns sagen, dass das Spiel sein gesündestes Jahr in Bezug auf Wachstum und Engagement erlebt. Eine letzte und wichtige Anmerkung, die es wert ist, gemacht zu werden, ist, dass die wachsende Spielerbasis und der Zustrom neuer Benutzer Star Citizen ein gesünderes und nachhaltigeres Fundament gibt als je zuvor. Wir wollen nicht, dass sich irgendein Bäcker oder neuer Spieler sich jemals gezwungen fühlt, für ein neues Schiff zu plätschen, um diesen Traum am Laufen zu halten, am Leben zu halten. Alles, was ihr braucht, ist ein Starterpaket und alles andere kann im Spiel verdient werden. Wir sind immer dankbar für die Unterstützung all unserer Bäcker und wir wissen eure Finanzierung immens zu schätzen. Aber da unsere neue Spielerbasis weiter wächst, möchten wir, dass unsere langjährigen Bäcker wissen, dass eine neue Generation von Spielern in Rekordzahlen zu Star Citizen stößt und dass ihr Beitrag durch ihre Ausgaben es uns ermöglicht, weiterhin in die Infrastruktur und die Talente zu investieren, um Star Citizen zu dem Spiel zu machen, das wir uns alle wünschen. Wir wollen natürlich, dass unsere alten Bäcker sich weiterhin einloggen und spielen, um uns beim Testen zu helfen und uns das Feedback geben, das wir brauchen, um das Spiel perfekt zu machen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr über die Jahre genug finanzielle Unterstützung geleistet habt, dann tragt einfach mit eurer Zeit durch das Spielen des Spiels bei. Ihr müsst euch keine Sorgen um den Fortbestand von Star Citizen oder Cloud Imperium machen. Wir sind gesünder als je zuvor. Aber wir schätzen immer noch eure Zeit und eure Stimmen. Dank all derer in unserer Community, die den kollektiven Traum von Star Citizen teilen, hatten wir unser bestes Jahr in den Bereichen, die am meisten zählen: Engagement der Spieler und neue Citizens. Und wir denken, dass das nächste Jahr sogar noch größer sein wird. Star Citizen hat mit der Alpha 3.7 einen Wendepunkt erreicht und wir haben seitdem nicht mehr zurückgeblickt. Das alles dank euch und den Tausenden von Spielern, neuen wie alten, die sich uns angeschlossen haben, um dies zur besten Universumssimulation aller Zeiten zu machen. Wir alle bei Cloud Imperium wünschen euch ein frohes Fest und ein großartiges 2021. Chris Roberts. Ich weiß, dass ihr an dieser Stelle immer meine eigene Meinung erwartet. Ich finde, dieser Brief spricht für sich selbst. Ich finde es super, dass Chris Roberts im Abschluss nochmal herausstellt, dass es dem Unternehmen finanziell sehr, sehr, sehr gut geht, dass sie ihre Umsätze, die sie benötigen, ihre Einnahmen durch neue Citizens bestreiten, dass es ihnen viel mehr wert ist, dass wir unsere Zeit in das Spiel investieren, dass wir Fehler berichten. Und
dass er weiterhin diese Leidenschaft für dieses Spiel, für diese Entwicklung hat, es nach vorne zu treiben. Und ich habe es sehr genossen, diesen Brief zu lesen. Und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, weil, wie gesagt, die Inhalte sprechen, denke ich, für sich selbst. Mir bleibt jetzt an dieser Stelle nur noch zu sagen, dass dies wirklich mein letztes Video gewesen ist für dieses Jahr. Ich bedanke mich ebenfalls für eure Unterstützung, dass ihr meine Videos geguckt habt, für all eure Kommentare, für das gemeinsame Erleben, für die Diskussionen in meiner Community. Und dann freue ich mich auf das nächste Jahr 2021, mit euch gemeinsam neue Videos zu gucken, Spaß zu haben, Verse Night zu erleben. Und ja, habt eine schöne, ruhige Jahresendzeit und kommt gesund und sicher in das neue Jahr. Wir sehen und wir hören uns. Bis dann. Dankeschön. Cheers. Tschüss.